Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Hallo Leute, ich begrüße euch. Hi, was geht? Alles fit? Leute, wir befinden uns in fucking Folge 100. 100. 100. So, wir haben aber so verdammt viel in der Zeit hier aufs Game gemacht. Also ich habe so viel gemacht. Also ich habe wirklich übelst viel gemacht. Ich entschuldige mich dafür auch nochmal. Ich war irgendwie, mir war plötzlich übelst langweilig und dann habe ich halt hier auf der Welt weitergespielt. Es tut mir leid, aber ich habe jetzt nichts Großes gebaut oder so, nur ein paar Kleinigkeiten eigentlich. Also erstmal, wir haben den Enchanter weitergebaut, beziehungsweise fertiggestellt, beziehungsweise umgesetzt, einfach nur fertiggestellt. Alter, was laber ich hier? Ich hatte hier vorher eine To-Do-Liste, aber ich habe die Folge schon dreimal aufgenommen, weil immer wieder irgendwas dazwischen kam, mein Mikrofon erst übersteuert ist und alles drum und dran. Und jetzt nehme ich hier halt nochmal neu auf, weil mir das so überhaupt nicht gefallen hat. Und deswegen, ja, ist hier jetzt nicht mehr alles das, was ich eigentlich sagen und machen wollte. Wir haben dann noch hier wieder Schafe vermehrt, auch geschoren und alles. Und wir haben echt, wow, Alter, wir haben so viel weiße Wolle. Und ich habe einmal auch die wunderschönen Kühe getötet, aber da ist gar nicht so viel bei rausgesprungen, wie erwartet. So, Leute, wie soll es auch anders sein? Ich habe natürlich auch, und Alter, blöder Eisengolem, ich habe natürlich auch wieder eine ganze AFK-Zeit verbracht. Und, Alter, heute ist es diesmal echt, wow, heute ist es echt viel. Ja, hier ist alles voll mit Eisen. Läuft gut. Hier die Doppelkiste haben wir auch jetzt fast voll. Ich denke mal, so ein Stack fehlt noch an Eisenblöcken und dann ist die Kiste auch voll. Also, was den Stuff dort angeht, läuft sowas auf jeden Fall extrem gut. So, und jetzt eine Sache noch. So, und jetzt muss ich erstmal eine Sache kurz machen, denn ich brauche neue Raketen. Meine Raketen sind leer und das kann ich euch nämlich dann gleich auch zeigen, wenn ich hier bin. Dadurch, dass ich so viel AFK stand, haben wir auch unendlich viel an Weizen. An Weizen. An Zuckerrohr. Ich sag das so oft falsch an. Zuckerrohr. Ja, aber ihr seht es, wir haben, Alter, wir sind einfach Zuckerrohrkönige. Also da werden wir so viele Emeralds rausbekommen. Da freue ich mich auch schon auf Sunnel mit den Villagern. Da werden wir wahrscheinlich auch übelst viele Level dann rausbekommen und alles. Also das wird sehr interessant. Ich habe auch überlegt, habe ich glaube ich schon mal gesagt, so eine Folge extra dafür zu machen. Aber mal gucken. So, und theoretisch muss ich doch jetzt nur das Gunpowder und das Papier zusammen. Genau. So. Und dann haben wir auch schon wieder genug 6 Raketen. So, weiter geht's. Ich habe ganz viel da oben geändert, was ihr jetzt gleich sehen werdet. Da oben ist echt, wow, da ist so viel passiert, Alter. Ihr habt ja wahrscheinlich schon ein paar Folgen her einmal gesehen, dass ich so eine, naja, Hühnerfarm habe, beziehungsweise gebaut habe. Und die habe ich ein bisschen erweitert, weil ich irgendwie übelst eiergeil bin. Keine Ahnung warum. Und jetzt, ja, schaut euch das mal an. Ja, Ich weiß nicht, was ich dazu groß sagen soll, außer dass die Kisten fast alle voll sind, außer hier die letzte Reihe, die noch nicht. Mal gucken, wann die voll werden. Die Hühner hier hinten habe ich auch ein Stück vermehrt. Da droppt man auf jeden Fall genug Eier raus, denke ich. Ich werde es auch immer weiterführen, bis wir sonst wie viele Kisten davon haben. So, dann habe ich, wie gesagt, den Enchanter umgesetzt, der dort war. Und ich habe in einer Folge leider schon unsere To-Do-Liste ein bisschen abgehakt, ein bisschen Sachen weggemacht, die wir schon erledigt haben. Leider kann ich euch das nicht zeigen, beziehungsweise ich kann es hier kurz mal einblenden. Aber ich kann euch jetzt nichts mit Ton zeigen oder so. Wir haben einmal das Schild dort geändert und einmal das Schild weggenommen. Ich glaube, da stand alles so drauf wie Eisenfarm, Eisengolemfarm und Villagerfarm und einmal Elytra und Wither klatschen. Und da habe ich dann den Elytra Launcher noch hingesetzt, weil das definitiv noch ein Ziel. So, jetzt muss ich kurz überlegen, nicht, dass ich euch irgendwas vorenthalte, was ich offscreen gemacht habe, was ihr jetzt nicht mitbekommt oder so, weil ich es halt einfach vergesse. Ich habe hier noch ein paar Bäume gesetzt. Ich habe hier diese fliegende Baumreihe weggetan und dort unten den Cobblestone, weil wir haben mal irgendwie, warum auch immer, Wasser über Lava gekippt und dann ist da übelst viel Cobblestone entstanden. Den habe ich einmal weggemacht und wie gesagt, diese fliegende Baumreihe, die hier letzte Folge noch war, habe ich auch komplett entfernt und hier, wie gesagt, ein paar Bäume gesetzt. So, aber jetzt zum Hauptteil. Ich habe schon wieder viel zu viel gelabert für viel zu wenig, eigentlich war es so ein kurzes Update, was jetzt passiert ist in der Zwischenzeit. Was halt auf dem Plan steht, Leute, wir sind in Folge 100, Alter, ich bin so glücklich, ich habe das Ding wirklich 100 Tage durchgezogen, hätte ich selber nicht erwartet und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich irgendwie noch voll vor Folge 200 hiermit aufhöre, weil ich einfach noch so viele Pläne habe und dieses Projekt noch so viel Bock macht, Alter, selbst nach 100 Folgen noch. Ja, ich will euch heute einen kleinen Rundgang geben, ich will eine kleine Tour machen, vielleicht höre ich es sogar in zwei Parts auf, weil es echt viel ist. Ich habe es ja, wie gesagt, schon mal aufgenommen und da sind, glaube ich, 30, 40 Minuten zusammengekommen. Und nicht zu vergessen, ich will euch am Ende definitiv noch meine Statistiken zeigen, einfach auch als kleines Update, so dann können wir gucken, yo, was habe ich nach 100 Folgen geschafft und bei Folge 200 können wir gucken, was die Differenz dazu ist und wie das früher aussieht und wie es heute aussieht. Ich denke mal, das wäre ganz interessant. Das will ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir legen los mit dem ersten Anfangspunkt der City, wo wir wirklich angefangen haben zu bauen, also wirklich richtig angefangen haben. Und das war exakt hier. Exakt hier haben wir unsere ersten Bäume gesetzt
und haben mit den ersten Bäumen das erste Haus gesetzt. Dann ist uns aufgefallen, dass dort oben Höhe 256 ist und wir hier nicht viel weiter bauen können. Ein bisschen Inneneinrichtung habe ich hier auch noch angefangen, aber mehr auch erstmal nicht. Irgendwie ist es dann hier alles zum Stehen gekommen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das abreiße oder ob ich es einfach nur als historischen Ort lasse, damit man weiß, jo, hier hat es angefangen. Da bin ich überhaupt noch nicht sicher, aber mal gucken, ne? Wird, denke ich, ganz interessant. So, dann haben wir hier unser kleines Kistenlager. Einfach nur so ein paar Kisten mit ganz viel random Stuff. Nicht mal guten Stuff, einfach wirklich irgendwelcher random Stuff. Und nicht zu vergessen, Leute, das habe ich nämlich letztens vergessen. Hier, wenn wir hier einmal runtergehen. So, wenn wir hier einmal runtergehen, haben wir hier direkt eine schöne Mob-Farm natürlich. Wie soll man es auch anders erwarten? Und einen kleinen Raum ausgehoben. Ich habe den nicht mal ausgehoben, weil ich hiermit irgendwas machen wollte. Doch, ich glaube, ich wollte eine Bibliothek hier reinbauen. Stimmt. Vielleicht machen wir das sogar noch in Zukunft. Aber eigentlich habe ich den Raum erstmal nur ausgehoben, um an Cobblestone zu kommen tatsächlich, weil ich früher einen riesigen Cobblestone-Mangel hatte. Habe ich auch eigentlich nicht gedacht, also würde ich aus der heutigen Sicht nicht denken, dass ich sowas machen würde. Aber ja, hier seht ihr den Raum. Das war so ziemlich das zweite Projekt, wo ich halt hauptsächlich das Cobblestone gefarmt habe zum Bauen. Und heute haben wir das ja wirklich in Doppelkisten. Also wirklich, wir haben es in Doppelkisten voll. Das ist so krass. So, und wenn wir hier mal wieder hochlaufen, können wir direkt mal gucken, denn dort drüben ist unsere Bambusfarm. Auch einer der, oder das zweite Projekt, was ich gebaut habe, einfach nur um Bambus und Weizen zu bekommen. Weizen, Junge, Zuckerrohr, Alter, merk es dir, Zuckerrohr. Und dann ist mir leider Gottes auch später aufgefallen, dass es auf Höhe 256 ist und deswegen absolut scheiße aussieht und nicht so wie geplant. Und deswegen steht es hier oben momentan leer. Ich denke mal, ich reiße es später auch irgendwann wieder ab. Es hätte echt geil werden können, aber leider wird das nicht funktionieren, einfach durch die Höhe 256. Sobald wir eine automatische Bambusfarm haben, reiche ich das ja auch ab. Aber das war so das zweite Bauvorhaben, in Anführungszeichen. Das zweite, was wir richtig gemacht haben. So, und jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich dann richtig im Projekt losgegangen ist und was ich auch weiterführen werde. Was ich auch übelst geil finde und schon immer geil gefunden habe. Und zwar unser wunderschöner Hafen, Leute. Der Hafen ist echt, Alter, ich liebe ihn einfach. Ja, hier haben wir eine ganze Zeit verbracht. Ich möchte direkt mal sagen im Voraus, ja, Leute, es ist noch alles gepusht. Hier ist noch nichts fertig. Das muss alles noch komplett runtergezogen werden. Aber das mache ich erst dann, wenn wir genug Stuff dafür haben. Ja, das ist der Hafen. Hier kann man mit einem Boot anlegen. Der wird auch noch vergrößert. Der wird noch nach dahin. Alter, das wird noch so fett alles. Das habe ich aber alles schon erzählt, Leute. So, ja, dann kann man hier hochgehen, ganz entspannt. Dort drüben ist dann auch, geht der Hafen noch weiter. Hier kann man dann natürlich auch hochgehen. Keine Ahnung, warum hier so viel Zeug liegt. Wie gesagt, da drüben ist auch noch ein Abteil des Hafens, aber der ist dort hinten dann auch abgeschnitten. Ja, da ist dann das Ende. So, dann kann man hier noch gucken. Hier kann man hochgehen. Hier ist aber momentan halt noch gar nichts, außer der Hafen. Weil ich wirklich erstmal eine grobe Grundstruktur bauen will, bevor wir irgendwie zu irgendwas, naja, Detailmäßigen kommen. So, hier haben wir dann einen Fahrstuhl. Ich glaube, da habe ich zwei Folgen mit jeweils 45 Minuten dran verbracht, diesen Fahrstuhl zu bauen. Wie das sein kann, fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung, Alter. Aber naja, den Fahrstuhl brauchen wir momentan noch gar nicht mehr. Vielleicht reißen wir den auch irgendwann ab. Aber momentan lasse ich den erstmal stehen, falls ich keine Elytra mehr haben sollte, aus welchen Gründen auch immer. Hier haben wir sogar den Drachenkopf und den das Drachenei, das wir ja bekommen haben beim Drachenkampf. Aber ja, hier würde man dann im Prinzip, wenn ich das... Alter, oh mein Gott, das ist ja noch gar nicht fertig hier. Hier fehlt ja noch die komplette Treppe. Das fällt mir jetzt erst auf. Lol. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall noch eine Treppe bauen, Alter. Das muss ich mir gleich erstmal auf ein Schild schreiben, sonst vergesse ich das. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe erstmal hier weitergebaut. So, aber auf jeden Fall kommt man dann hier hoch. Und hier hat man dann den etwas größeren Hafenbereich. Hier wird es dann irgendwann auch runtergehen. Und hier hast du dann einen riesigen Hafenbereich mit ganz vielen Häusern und so. Das wird übelst interessant. Aber das ist alles Zukunftsgequatsche. Wie gesagt, wir haben hier unseren Hafenabteil. Hier ist dann auch erstmal Schluss. Weiter habe ich den Hafen leider noch nicht bekommen. Hier ist unsere Eisenfarm. Sieht man ja auch, da oben sind die Villager. Die produziert auch, wie am Anfang der Folge gezeigt, ohne Ende Eisen. Also wirklich, wow, Alter, die produziert so viel Eisen. So, aber wir kommen mal weiter zum nächsten Punkt. Und zwar der Kuh- und Schafsfarm und der an sich ein bisschen daseinenden Farm. Habt ihr am Anfang der Folge auch gesehen. Ist einfach nur ein kleiner Raum, wo wir ein bisschen Kühe fortpflanzen, ein bisschen Schafe, ein bisschen Stuff bekommen. Und mehr ist es hier auch nicht. Ist auch erstmal nur provisorisch, bis wir das alles automatisiert haben, was hier steht. Aber naja, mal gucken. So, hier ist dann unser kleiner Villager-Trade-Raum. Hier ist auch ein Mending-Villager, der gerade aber schläft. Du Schlafmütze, Alter. Und... ja, ist halt auch nur ein kleiner, entspannter Raum mit ein paar Villagern. Der eine Villager hat sogar irgendwie geschafft, sich schon in seine Kabine zu schleichen. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Und diese Bahn führt dann sogar zum Villager-Breeder. Den zeige ich euch aber gleich erst. Denn als allererstes seht ihr hier unsere Weizenfarm.
Wir haben hier eine kleine Weizenfarm gebaut, beziehungsweise eine sehr große. Den Ertrag dieser Weizenfarm habt ihr ja wahrscheinlich auch schon alles gesehen. Das ist auch auf jeden Fall, hat sich gelohnt. Aber es wird definitiv noch viel, viel größere Weizenfarmen in Zukunft geben. Das verspreche ich euch. So, und was wir dann erst in einer der letzten Folgen ausgehoben haben. Ja, was wir in einer der letzten Folgen ausgehoben haben, werdet ihr wohl leider erst morgen sehen. Morgen geht's weiter mit der Roundtour und morgen zeigen wir meine Statistiken. Das wird sehr interessant, Leute. Ich kann es euch nur versprechen. Ich kann es euch nur sagen, Alter, es wird geil. Ja, naja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Leute, morgen 17 Uhr. Bis dann und ciao.